Lektion 4, ne? Das ist die Wacholderbeere. Muss ich da jetzt, ja? Die Wacholder sind eine Pflanzengattung in der Unterfamilie Cupress. Was für Cupressoide? Aus der Familie der Zypressengewächses. Mit den etwa 50, mit etwa 70 Arten. Dieser Gattung zugerechnet werden. Ne? Stellt sie fast 40% der Arten der Zypressengewächse. Ja, da fehlt doch was. Das ist, in Mitteleuropa kommen in freier Natur nur zwei Arten, nämlich die Gemeinde, nee, der gemeine Wacholder und der Sadebaum vor. Ne? Name brauchen wir nicht. So, generative Merkmale, ne? Dass, die zu den nacktsamigen Pflanzen gehörenden Arten sind meist zweihäusig. Also, dass die einhäusig sind, das kommt wohl nicht so oft vor. Ne? Dann hat das Ding Eier, ne? Das ist ja... und kugelförmige weibliche Zapfen, ne? Da hatte ich neulich auch welche, ne? Weibliche Zapfen, das kann ich nur jedem empfehlen, ne? Das ist, das fördert auch die Diät dann, nicht? So, Winfried, dann bin ich fertig, ne? Mettbrötchen bitte, ne? Ja, 500 Gramm reicht nicht, ne? Das ist, war das Lektion 4, ne? Ja. Und das nächste Mal kommt dann die Honigmelone, ne? Macht das gut, ne? Und noch eins, Winfried.